Sind Richter nur, wenn sie es gefällt haben. Ist der Bundeswehrpilot Lars Koch schuldig? Soll er verurteilt werden oder ist er nicht schuldig? Soll er freigesprochen werden? Das ist die Frage heute Abend. Guten Abend hier an Sie hier im Studio. Guten Abend auch zu Hause. Das ist eine besondere, vielen Dank. Eine besondere Ausgabe von Hart aber fair. Sie merken das, zu einem besonderen Thema. Sie haben den Prozess, Sie haben die Plädoyers gerade verfolgt. Wie lautet Ihr Urteil? Sie können telefonisch abstimmen. Wenn Sie sagen, Major Koch ist schuldig, dann wählen Sie die Nummer 0137 10 22 220 01. Wenn Sie der Meinung sind, Koch ist nicht schuldig, dann wählen Sie 0137 10 220 02. Oder stimmen Sie online ab unter ihrurteil.hartaberfair.de. Innerhalb der nächsten Viertelstunde wird der vorsitzende Richter dann Ihr Urteil hier verkünden. Ein schwer zu findendes Urteil. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Darf ein Bundeswehrpilot ein entführtes Flugzeug abschießen, 164 Menschen töten, um 70.000 in einem Fußballstadion zu retten? Leben gegen Leben abwägen, das kleinere Übel wählen. Das Urteil und die Diskussion dazu bei Hart aber fair mit diesen Gästen. Franz Josef Jung, der ehemalige Verteidigungsminister, urteilt nicht schuldig und sagt, der Staat hat die Aufgabe, Leben zu schützen. Das hat dieser Pilot im Endeffekt getan und deshalb sollte ihn das Gericht freisprechen. Gerhard Baum, der ehemalige Bundesinnenminister, urteilt schuldig. Er ist überzeugt, das war Mord. Menschenleben zu verrechnen, 164 gegen 70.000, das verbietet unser Grundgesetz. Ein Leben ist genauso viel wert wie 1.000. Thomas Wassmann, der frühere Major der Luftwaffe, urteilt nicht schuldig. Er sagt, ich würde in dieser konkreten Situation auch schießen, selbst wenn ich danach als Mörder verurteilt werden würde. Aber letztendlich ist jeder Soldat mit seiner Entscheidung dort oben alleine. Petra Bahr, die Theologin, zweifelt noch, tendiert aber zu schuldig. Sie sagt, der Pilot müsste eigentlich verurteilt werden, auch um unser Grundgesetz zu schützen. Trotzdem brauchen wir Menschen wie Lars Koch, denn in solchen Extremsituationen gibt es eigentlich kein richtig und kein falsch. Eine spannende Runde mit interessanten Positionen. Und wir alle warten noch auf Ihr Urteil. Sie haben noch einige Minuten Zeit, um anzurufen oder zu klicken. Herr Jung, Sie haben als Verteidigungsminister gesagt, ich würde den Abschuss befehlen. Sie haben heute Abend für Freispruch plädiert. Haben Sie das deswegen getan, weil Sie auch als Angeklagter vor Gericht gerne einen Freispruch hätten? Nein, ich denke, die Verhandlung macht das auch ziemlich deutlich. Es geht wirklich darum, ob in einer solchen Extremsituation, wo die Menschen, die bereits im Flugzeug sind, keine Chance mehr haben zu überleben, ob ich noch die Chance habe, die im Stadion zu retten. Das ist aus meiner Sicht die entscheidende Frage. Es geht aus meiner Sicht nicht um die Frage Abschuss und die haben die Chance zu überleben. Das ist ja nicht der Fall. Nehmen Sie beispielsweise den Angriff aufs World Trade Center. Niemand in den Flugzeugen hat überlebt. Die entscheidende Frage ist, kann ich diejenigen im Stadion retten? Und dort bin ich der Meinung, dass man hier über den übergesetzten Notstand deutlich machen kann, dass eine entsprechende Strafbarkeit nicht gegeben ist, dass der Pilot freizusprechen ist. Sie führen da diesen übergesetzlichen Notstand ein. Was ist denn mit dem Prinzip, Leben darf nicht gegen Leben aufgewogen werden? Das zentrale Argument der Staatsanwältin. Beeindruckt Sie das gar nicht? Doch, das beeindruckt mich schon. Nur ich halte insofern die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes in dem Punkt nicht für richtig, weil wir ja Leben gegen Leben abwägen. Das Thema des übergesetzten Notstandes ist entstanden aus dem Thema, rette ich die Mutter, wenn beispielsweise das Kind getötet werden muss, um das Leben der Mutter zu schützen. Das ist die Frage der medizinischen Indikation. Wir wägen also sehr wohl ab. Wir sagen, jawohl, es kann dann das Kind getötet werden, um das Leben der Mutter zu retten. Daraus ist die gesamte Diskussion entstanden. Das heißt, es gibt eine Abwägung Leben gegen Leben, auch bei unserem Recht. Darüber werden wir noch intensiv diskutieren hier in dieser Sendung. Auch ob der Absturz im Stadion so zwangsläufig war. Die Piloten hätten ja immer noch die Möglichkeit, hochzuziehen beim World Trade Center. Das war ein Unterschied.
haben die Terroristen die Maschine selbst gelenkt. Herr Baum, Sie sagen, der Pilot ist schuldig. Ist er in Ihren Augen ein Mörder? Formal ja. Wir müssen hier ganz genau unterscheiden. Das Gericht hat gesagt, das ist rechtswidrig. Wer so etwas tut, geht vor gegen ein Grundprinzip der Verfassung. Also wir sagen, wir, die Richter sagen, das ist ein Täter. Die Frage ist, wie man den Täter dann beurteilt, ob man sagt, in seiner Gewissenssituation hat er etwas getan, was man ihm vielleicht mit einem gewissen Verständnis anrechnen muss. Aber es bleibt das Prinzip, Leben darf nicht gegen Leben aufgerechnet werden. Das ist ein Fall, den Sie genannt haben, der völlig atypisch ist. Da werden wir gleich noch drüber reden. Lassen Sie uns erstmal bei dem Urteil hier bleiben. Das Urteil hat zwei zentrale Aussagen. Leben darf nicht gegen Leben aufgerechnet werden, Verrechnungsverbot. Und zweitens sagt das Urteil, es gibt bis zum Schluss keine Gewissheit, ob die Gefährdung wirklich besteht. Also es gibt nicht die Sicherheit, dass er die 50.000 gerettet hat. Die gibt es nicht. In diesem Moment, Herr Baum, in einer langen mündlichen Verhandlung mit allen Beteiligten festgestellt. In diesem Moment, Herr Baum, schließen wir die Leitung. Das heißt, wir werden gleich das Urteil unserer Zuschauer haben. Ich möchte Sie noch mit ein paar kritisierenden Worten des Verteidigers konfrontieren. Der hat ja im Film gesagt, zur Staatsanwältin stehen für Sie Prinzipien im Zweifel über Menschenleben. Die Frage an Sie, stehen für Sie im Zweifel Prinzipien, Rechtsprinzipien über Menschenleben? Mein Gott, nochmal, wir reden über die Menschenwürde. Artikel 1 unseres Grundgesetzes. Wir haben das Urteil erstritten, Herr Dr. Hirsch und ich. Und das beruht auf dem Schutz der Menschenwürde. Artikel 1 des Grundgesetzes und Artikel 2 Schutz des Lebens. Wenn das nicht etwas ist, was hier in den Kern der Frage hineingeht, das ist doch keine Reiterei auf irgendeinem juristischen Prinzip. Das ist ein beherrschendes, sittliches Prinzip unseres Zusammenlebens, unserer Verfassung. Das haben wir uns gegeben nach der Barbarei. Mit dem Grundgesetz haben wir einen Verfassungsauftrag, dass die Menschenwürde zu schützen. Und das Gericht hat ganz klar festgestellt, bei allen Schwierigkeiten, Herr Jung, wo fängt das denn an, wo hört das auf? Bei 50.000, bei 40.000, bei 5, bei 10, diese ganze Abwägung ist nicht zu machen. Sie müssen eine rechtliche Grundlage haben, dass die Menschen nicht, dass der Staat von seinen Bürgern kein Menschenopfer verlangen darf. Frau Bahr, Sie sind Theologin, Ihr Mann ist Verfassungsrechtler, eine interessante Kombi in Ihrer Ehe. Erklärt das auch ein wenig die Zerrissenheit bei der Frage, schuldig oder nicht schuldig? Nein, das erklärt es nicht. Natürlich ist es so, wenn man mit einem Verfassungsrechtler lebt, wird man demütig gegenüber der Leistung des Bundesverfassungsgerichts und anderer Gerichte, auch wenn man unter Umständen mit den Urteilen überhaupt nicht übereinstimmt und die ja auch ordentlich kritisieren kann. Was man aber mit einem Juristen im Alltag auch lernt, ist, dass gute Juristen wissen, dass das Recht an Grenzen kommt. Und diese Geschichte, und wir sollten jetzt erstmal über diesen Film reden und nicht über das, was vor dem wirklichen Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe einmal verhandelt wurde vor 10 Jahren. Kommt ja dauernd vor, das Verfassungsgericht. Drüber, Herr Baum. Ich glaube aber, die Unterscheidung ist wichtig, weil die Menschen erstmal über das Ende des Films abgestimmt haben. Denn sonst sind wir bei einem Element von Volksjustiz. Also nochmal zurück, es ist eine zutiefst teuflisch tragische Situation, die im Grunde gar nicht die Alternative zwischen falsch und richtig lässt, sondern nur zwischen falsch und falscher. Und das aushalten zu müssen, ist, glaube ich, der große Gewinn dieses Films. Dass er uns nämlich dazu nötigt, uns klar zu machen, da kommt niemand moralisch mit weißer Weste wieder raus. Egal, wie man es entscheidet. Denn nichts zu tun würde auch dazu führen, dass man schuldig wäre. Das heißt, wenn Sie sich nicht entscheiden können? Doch, ich kann mich entscheiden. Ich kann das, glaube ich, nur in dieser Doppelheit formulieren. Ich glaube, dass der Major schuldig ist im Sinne des Gesetzes. Dass er aber, wenn man so will, auch ein Opfer gebracht hat, Schuld auf sich genommen hat, um sehr, sehr viele Menschen zu retten. Und das ist ein Aspekt, über den wir in dem Film nicht viel hören, über den wir vielleicht gleich noch reden können. Aber Dietrich Bonhoeffer hat das in anderer Situation so beschrieben. Es gibt Situationen, wo Leute freiwillig schuldig werden, um größeres Unheil zu verhindern. Herr Wassmann, Sie waren lange ein Mensch, der hätte schuldig werden können oder unschuldig bleiben können, je nachdem. Sie waren als Waffenoffizier lange in einem Kampfjet, auch in solchen Alarmrotten unterwegs. Sie haben jetzt für diese Sendung noch mal mit vielen aktiven Piloten gesprochen. Sind die eigentlich froh, dass so ein Fall mal öffentlich durchgespielt wird? Oder sagen die, das bleibt besser unter der Cockpit-Kanzel? Also wir haben ja damals Herrn Baum und auch Herrn Dr. Hirsch unterstützt in der Vorbereitung auf das Verfahren. Und zwar, weil wir Rechtssicherheit für unsere Mitglieder oder die Betroffenen haben wollten.
weil wir hatten den Verdacht, dass das Gesetz so nicht stehen bleiben kann und wurden dann ja auch bestätigt. Das Bleiben Problem, wir mal jetzt das, bei, dem, das, bei, dem, Problem, bei dem Stück jetzt. Komme ich jetzt drauf zu. Das Problem, was wir jetzt einfach haben, ist, dass letztendlich die Entscheidung und die Verantwortung auf dem Piloten vor Ort hängen bleibt. Das heißt, die Politik lässt ihn eigentlich im Stich, weil es hat jetzt 10 Jahre gedauert und es hat ein erfolgreiches Theaterstück und dessen Verfilmung gebraucht, um das Thema jetzt wieder in die Öffentlichkeit zu tragen. Weil nachdem das Verfassungsgericht... Das Verfassungsgericht der Politik letztendlich eine Absage erteilt hat, wurde das Thema nie wieder bewegt. Und das ist eigentlich der eigentliche Skandal, dass man jetzt, ich bin mal gespannt, wie ab morgen die Reaktionen in den Medien laufen werden und auch im politischen Berlin, ob das Thema nochmal wieder angefasst wird, mit welchem Output dann auch immer, oder ob es dann eigentlich wieder versackt. Und vielleicht kommt es auch auf das Urteil an, das wir in diesen Sekunden erwarten. Berichten Sie, wenn Sie mögen, noch mal aus der Praxis. Sie waren ja damals zu zweit unterwegs. Also hier, der Pilot war alleine unterwegs. Bevor man damals zu einem Einsatz aufstieg, haben Sie sich dann mit dem Kollegen unterhalten? Was ist, wenn? Also wir sind damals, haben wir selbstverständlich sehr viel darüber diskutiert. Es ist damals auch eine Anweisung der militärischen Führung gewesen. Wer nicht bereit wäre zu schießen, hätte in den Cockpits zumindest auf Alarmrotte nichts mehr zu suchen. Sodass da also auch letztendlich ein gewisser Gehorsam der militärischen Führung gegenüber der Politik an den Tag gelegt wurde und das versucht wurde, nach unten durchzudrücken. So, Herr Baum, wollen wir das Urteil hören? Es ist nämlich da. Ich weiß selbst nicht genau, wie es ausgefallen ist. Ich weiß nur, dass es sehr deutlich ausgefallen ist, nämlich 13,1% zu 86,9%. Wir haben ein bisschen gerundet, 13% zu 87%. Und der Vorsitzende Richter wird uns jetzt sagen, welches Urteil unsere Zuschauer gesprochen haben. Tja, hier hat es Applaus gegeben im Studio, eben als der Freispruch kam. Jetzt auch wieder am Ende der Urteilsbegründung. Herr Jung, 86,9% haben für Freispruch gestimmt. Sehr, sehr deutlich, viel deutlicher noch als bei den Abstimmungen in den Theatern in Deutschland. Die liegen so um 60% für nicht schuldig. Wie sehr fühlen Sie sich in Ihrer Rechtsauffassung bestätigt? Ich fühle mich sehr bestätigt. Ich glaube, die Menschen haben sehr klar und deutlich erkannt, dass diejenigen, die im Flugzeug waren, dass es nicht mehr sozusagen Unbeteiligte waren, die eine Lebenschance noch hatten, sondern sie hatten keine Lebenschance mehr. Die einzige Frage ist, kann ich die im Stadion retten? Das ist die entscheidende Frage. Mir ist im Zusammenhang mit dieser Diskussion, die ich übrigens nach dem Bundesverfassungsgericht auch schon geführt habe, viel zu kurz gekommen, dass im Grunde genommen diejenigen, die im Flugzeug sind, dem Tode geweiht sind. Und dass es ums Lebensrecht derjenigen geht, die im Stadion sind. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, denn die haben ja auch eine Menschenwürde. Das wird aus meiner Sicht völlig verkannt im Zusammenhang auch mit dieser Diskussion. Und deshalb bin ich auch der Auffassung, dass nicht nur ich mich bestätigt fühle in meiner Auffassung, sondern dass die Bürgerinnen und Bürger ein sehr, sehr gutes Gespür dafür haben, dass ein Pilot, der in einer solchen Situation ist, und im Übrigen hätte ich als Minister so entschieden, ich hätte den Pilot nicht allein gelassen, dass er hier auch eine Verantwortung übernimmt für diejenigen, die im Stadion sind und dieses Leben auch entsprechend rettet. Herr Baum, die Mehrheit der Zuschauer, Sie haben es wahrscheinlich erwartet, aber nicht so deutlich wahrscheinlich. Ich sage nochmal, 86,9% haben für einen Freispruch gestimmt. Haben diese Menschen, waren sehr viele, haben diese Menschen gegen den Kern unseres gemeinsamen Grundgesetzes gestimmt? Ja, aber Sie sind verleitet worden. Sie sind verleitet worden durch die Anlage des Stückes. Das Stück zielt auf die Schuld des Piloten. Mit dem Piloten hat man Mitgefühl. Man versucht, sich in die Lage des Piloten zu versetzen. Aber hier geht es um ein Rechtsprinzip. Es geht um ein tragendes Prinzip unserer Verfassung. Der Pilot ist nicht alleingelassen worden. Der Pilot hat ein Urteil des Verfassungsgerichts, das wohl durchdacht ist und das der deutschen Rechtstradition entspricht. Die deutsche Rechtstradition sagt, der Staat darf nicht Menschen töten, die dazu keinen Anlass geben. Und der totgeweihte Mensch ist doch auch noch zu schützen.
schützen. Herr Jung, den können Sie doch nicht einfach abschreiben. Keine Chance mehr und zu überleben. Es ist absolut nicht sicher, keine. Ob er die 50.000 überhaupt getroffen hätte. Bis zum Schluss ist das unsicher. Das heißt, wir arbeiten hier mit Unsicherheiten und deshalb muss es einen rechtlichen Rahmen geben. Wie der Pilot dann innerhalb des rechtlichen Rahmens behandelt wird, ist eine andere Frage. Aber es ist eine, das Gericht hat eindeutig gesagt, es ist eine Straftat. Herr Baum, es hat sich geäußert, Herr Baum, ganz eindeutig. Sie können nicht in jeder Lebenslage, egal ob Sie jetzt Soldat sind und vor dieser, oder Sie sind ein Firmenlenker oder was auch immer, absolute Sicherheit haben, wenn Sie Entscheidungen treffen müssen. Die absolute Sicherheit haben Sie erst, wenn der Einschlag passiert worden wäre, es wären 35.000 gestorben, 20.000 schwer verletzt und was auch immer. Dann hätten wir hier gesessen, wir hätten darüber diskutiert, ob das denn alles hätte sein müssen. Es hätte jemanden gegeben, der das verhindern könnte, hätte können. Und ich sage Ihnen auch eins, der Mann, der da nicht geschossen hätte. Nehmen wir mal an, er hätte sich an die Befehle gehalten, er hätte sich an das Grundgesetz gehalten und er hätte nicht geschossen. Und wir hätten die Katastrophe, wir hätten die Bilder alle live im Fernsehen oder verspätet im Fernsehen gesehen. Dann würden wir auch darüber diskutieren, ob diese Entscheidung richtig war, ob er es nicht hätte verhindern müssen, ob man nicht hätte 35, 40, 50.000 das Leben hätte erhalten müssen. Und ich sage Ihnen eins, der Mann ist sowieso in einer Situation, der wird seines Lebens sowieso nicht mehr froh, ob er schießt oder ob er nicht schießt. Weil beides ist für ihn... Frau Bahr, sind gleich dran. Ich will nur zwei Aspekte hinzufügen. In der Tat ist es so, dass hier Würde gegen Würde kollidiert. Und das ist etwas schier Unerträgliches, auf das im Grunde die Verfassung nur in Grenzen eine Antwort hat. Weil es eben buchstäblich tragisch ist. Und derjenige, der das dann am Schluss entscheiden musste und dann sich entschieden hat, ich sag's mal in meinen Worten, schuldig vor dem Gesetz zu werden, um sehr, sehr, sehr vielen Menschen das Leben zu retten, hat aber trotzdem eben buchstäblich 160 Menschen auf sein Gewissen geladen. Er hat das freiwillig getan als Soldat. Und ich habe von einem guten Freund gelernt, der lange Soldat war, dass Soldaten um den Preis des Krieges wissen, aber auch um ihren persönlichen Einsatz und was es bedeutet, so eine Entscheidung zu treffen. Und wenn Sie als Verteidigungsminister, Herr Jung, diese Entscheidung heute so weitergeben würden, könnte es ja unter Umständen sein, dass ein Soldat diesen Befehl verweigert. Und das darf er sogar. Ja, ich sage das deutlich habe deutlich zu machen, um mal deutlich zu machen, genau was Soldaten in dieser Situation aushalten müssen, was sie mit sich selbst allein aushalten müssen und zur Story des Films gehört ja noch dazu, dass der Soldat im Grunde genötigt wird, die Maschine runterzuholen und unten, ja, viele hoffen, dass er das tut, weil sie das Stadion vorher nicht geräumt haben. Also im Grunde könnte man auch noch die Geschichte des Untersuchungsausschusses erzählen. Er ist nicht erzählen. Genötigt worden, sondern ihm ist es eigentlich untersagt worden, der Befehl ist nicht erteilt worden. Aber nein, der Befehl ist nicht erteilt worden, aber der Soldat muss am Schluss die Suppe auslöffeln, die Politik eine Stunde lang nicht in der Lage war zu entscheiden, nämlich das genau Stadion darüber, zu räumen. Genau darüber werden wir gleich noch ausführlich reden. Das Stück Terror, das Sie so aufmerksam hier und zu Hause verfolgt haben, das ist heute Abend in einigen Ländern Europas ausgestrahlt worden. Auch jetzt mit gerade laufenden Diskussionssendungen, unter anderem in Österreich und in der Schweiz. Und da würde ich mich auch gerne mal nach den Ergebnissen erkundigen. Zunächst in Österreich. Erstmal nochmal das deutsche Ergebnis. 86,9% haben gesagt, nicht schuldig. Und nur 13,1% haben Lars Koch verurteilt. Fragen wir zuerst mal in Österreich nach. Peter Resataris in Wien. Wie hat das Publikum bei Ihnen geurteilt? Ja, auch bei uns hat das Publikum mit 86,9% für nicht schuldig votiert und 13,1% waren für schuldig. Wir haben uns hier in der Runde beratschlagt und in der Expertenrunde war es dann doch so, dass der Chef, der vom Bundesheer zuständige Chef für eine solche Entscheidung eigentlich für nicht schuldig plädiert hätte. Der Justizminister hat sich die Frage offen gelassen. Der ehemalige Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien hat sich die Frage offen gelassen. Aber es waren bei uns beide Optionen zumindest angedacht und wir waren dann doch von dieser Eindeutigkeit des Votums des Publikums ein wenig überrascht. Ja, das ist natürlich eine irre Zahl, genauso wie in Deutschland 86,9, 13,1% für schuldig. Jetzt bin ich gespannt, was die Schweiz gesagt hat, Jonas Proyer. Wie haben die Zuschauer in der Schweiz abgestimmt? Ja, Frank Plasberg, auch bei uns ist es ein sehr deutliches Ergebnis. 84%, etwas weniger, haben bei uns auf nicht schuldig befunden. Der Fall ist klar, Lars Koch freigesprochen. Nur gerade mal 16% haben auf schuldig gesprochen.
Das ist auch ein sehr deutliches Ergebnis. Hier bei uns in Deutschland, das klang eben auch schon an, wird darüber gestritten, ob man eine solche Frage, die die Grundprinzipien unseres Grundgesetzes berührt, die Menschenwerte berührt, ob man die einfach einem Fernsehpublikum zur Abstimmung vorlegen darf. Die Schweiz praktiziert echte Volksabstimmung, so ist unser Gefühl, jeden zweiten Sonntag. Stellt sich bei Ihnen diese Frage, die bei uns heftig diskutiert wird, darf man sowas machen, stellt die sich bei Ihnen überhaupt? Nein, tatsächlich, Frank Plasberg, diese Frage stellt sich weniger bei uns. Die Schweizerinnen und Schweizer, fast so wie Sie es gesagt haben, stimmen sehr regelmäßig ab. Und sie stimmen ab nicht nur über das Gesetz, nicht nur über Details, sondern über das Grundgesetz, über die Bundesverfassung. Und dazu braucht es gerade mal 100.000 Unterschriften. Das reicht, da muss man noch eine Volksbefragung gewinnen und schon kann man die Bundesverfassung ändern. Die meisten Schweizerinnen und Schweizer sind sehr stolz auf diese Volksrechte. Sie praktizieren sie gerne. Und erst in den letzten Jahren kommen vermehrt auch einige kritische Stimmen auf. Nach einigen besonders umstrittenen Volksentscheiden. Sie haben beispielsweise vielleicht vom Minarettverbot gehört, das bei uns auf Verfassungsstufe verankert wird. Seither gibt es auch einige kritische Stimmen. Dankeschön an die Kollegen in Österreich und in der Schweiz zu den Ergebnissen. Ihre Informationen werden in dieser Runde sicher noch diskutiert werden. Dankeschön und Ihnen beiden auch weiterhin eine spannende Sendung. Herr Baum. Wir haben gerade gehört, wie das in der Schweiz läuft. Sie haben sich bereits vor Wochen gemeinsam mit Ihrem Freund Burkhard Hirsch kritisch darüber geäußert, dass eine solche Abstimmung hier stattfindet. Ich zitiere Sie, hier wird doch in Wahrheit über das Grundgesetz abgestimmt und die Richter sitzen im Wohnzimmer. Was ist daran so schlimm? Na ja, gut. Die Menschen kennen das Grundgesetz nicht. Sie kennen auch das Urteil nicht. Herr Jung hat gesagt, er wird das Urteil nicht umsetzen. Wissen Sie, was wir damals überlegt haben? Ob wir eine vorbeugende Unterlassungsklage gegen Sie in die Wege leiten. Sie haben ein zutiefst ethisch begründetes Urteil, das Embryonenschutz genauso betrifft wie Empfängnisverhütung, haben Sie praktisch negiert, wollten es negieren und sagen, das betrifft mich nicht. Bevor Sie sich, ich verstehe das ja, dass Sie die alten Kämpfe hier noch mal aufführen wollen. Bleiben Sie bei erstmal, Herr Baum, gestatten Sie den Kern eurer Ehre. Wissen Sie, wenn in der Zeitung steht, ich habe 164 Menschen getötet, um 70.000 zu retten, dann ist das doch richtig eine Reklame für ja. Das ist doch, sind doch keine Argumente. Mhm. Verstehen Sie? Das ist für mich also wirklich eine ganz schwierige Situation, jetzt zu sagen, wenn wir über Volksbefragung, lesen Sie doch bitte mal das Urteil. Wenn wir über Volksbefragung reden, muss ich was ganz Ungewöhnliches machen. Machen wir normalerweise nicht bei hart, aber fair. Sie haben eine Frage, dann stellen Sie bitte. Das Mikrofon behalte ich. Wir sagen, oder das Verfassungsgericht schützt ja unseren Staat. Ne, das ist ja richtig, oder sehe ich das falsch? Sagen Sie Ihre Frage. So, und ich würde das Argument aufgreifen, was der Soldat sagte, dass der Staat sich angreifbar macht, weil wir den Freibrief geben würden für Terroristen. Es sind unschuldige Menschen an Bord, also können wir handeln, frei handeln. Und damit ist der Staat schutzlos. Und ich würde sagen, wir sitzen ja alle hier und haben keine Entscheidung zu treffen. Also wir haben es leicht, wir müssen keine Entscheidung treffen. Ich persönlich habe Zivildienst geleistet, damit ich niemals eine Waffe in die Hand nehmen muss. Und eigentlich bin ich aber dankbar, dass es Leute gibt, die diese Entscheidung treffen, die nämlich die schmutzige Wäsche für uns waschen und die auch in so einem Ernstfall eingreifen. Meine Lebensgefährtin ist selber bei einer Fluggesellschaft, einer großen Deutschen, die hat auch selber ein 5-jähriges Kind. Die sagt ganz klipp und klar, auch wenn ich in dieser Maschine wäre, abschießen. Sagen Sie mir freundlicherweise Ihren Namen noch. Marc Rose. Herr Rose, herzlichen Dank. Herr Baum, was sagen Sie Herrn Rose? Entscheidungen müssen getroffen werden. Aber auf der Basis des Rechts. Wo kommen wir denn hin, wenn es den Terroristen gelingt, diese Rechtsbasis bei uns in Frage zu stellen? Dass die Terroristen uns verleiten, nicht mehr nach unserem Recht zu handeln. Was erwarten denn die 86 oder 89%? Dass das Grundgesetz geändert wird. Artikel 1 hat Ewigkeitsgarantie. Das ist die Grundlage unseres Zusammenlebens. Erwarten Sie, dass das Verfassungsgericht ein neues Urteil spricht? Ist nicht zu erwarten. Das ist, hinter diesem Urteil steht das Verfassungsrecht seit langem. Im Grunde
Grunde sind die Menschen hier in ein hochinteressantes Stück, in guter Regie, mit guten Schauspielern, sind sie von Herrn von Schirach in die Irre geführt worden. Er hat etwas losgetreten, was er nicht mehr im Griff gehabt hat. Aber Widerspruch. Das Bundesverfassungsgericht hat eindeutig gerade das Strafrechtliche nicht entschieden. Aber es hat gesagt, das sind Mörder. Das hat der Verteidiger zu Recht gesagt. Es hat ausdrücklich gesagt, dass hier Straffreiheit gegeben sein kann bei Pilot, bei Vorgesetzten und Minister. Das steht in dieser Entscheidung. Und wenn Sie zu einer solchen Entscheidung kommen, kommen Sie nur zum übergesetzten Notstand. Und von daher hat das Verfassungsgericht aus meiner Sicht genau diesen Fall, über den wir jetzt reden, im Hinblick auf die Straffreiheit auch als zulässig angesehen. Nein, absoluter Widerspruch. Und von daher ist Ihre Interpretation aus meiner Sicht nicht in Ordnung. Nein, niemand in der Kommentierung hinterher hat diese Position vertreten. Die Position des Verfassungsgerichts ist ganz eindeutig. Es steht im Urteil. Also bitte, mein Freund Hirsch und wir haben das Urteil erstritten, wir kennen das. Wir haben an den ganzen Verhandlungen teilgenommen. Das können Sie mir nur wirklich nicht vorwerfen. Sie können es auch bei uns noch mal nachlesen, morgen im Faktencheck, Frau Bahr. Ich finde, dass diese Debatte unter anderem dazu beiträgt, dass suggeriert wird, es ginge heute um eine Art Volksjustiz am Fernsehsessel oder hier auf den Hockern. Wir haben einen Film gesehen und das Publikum hat erst mal darüber abgestimmt, wie das Ende dieses Films aussehen soll. Und viele kennen diese Entscheidung von vor 10 Jahren nicht, sondern die verlassen sich auf das, was ihnen in diesem Film als Geschichte auch erzählt wird. Das erst mal vorausgeschickt. Das ist wichtig. Teilen Sie eigentlich die Einschätzung von Herrn Baum, dass der Autor von Schirach die Sympathien eindeutig in diese Richtung nimmt? Was ist denn zum Beispiel mit der Witwe? Die Nebenklägerin. Die auch natürlich für Emotionen sorgt, also, wenn man ihr zuhört. Filme können ja viel übers Leben sagen. Die sind ein Spiegel unserer Wirklichkeit, sie sind aber nicht die Wirklichkeit. Und deswegen ist dieser Film, glaube ich, großartig. Aber er ist nicht 1:1 zu verrechnen mit der Aufgabe zum Beispiel von Gerichten oder auch zum Beispiel den Entscheidungen, die Soldaten treffen müssen. Diese Unterscheidung war mir nur wichtig. Und dann ist es schon so, dass die Ästhetik jedenfalls nahelegt, dass dieser junge Major, der auch von Ferne so ein bisschen aussieht wie Klaus Graf Schenk von Stauffenberg, also einer der Wehrmachtsoffiziere, die eben gegen Hitler ein Attentat unternommen haben. Also wir haben im Bild sofort den Eindruck, das ist eigentlich ein Held. Und dafür spricht er auch ganz viel. Interessant ist nur, dass anders als in dieser Situation die Widerstandskämpfer, die das Attentat auf Hitler gemacht haben, immer gesagt haben, wir sind schuldig und wir gehen diese Schuld bewusst ein. Das ist ein großer Unterschied zu dem, was wir jetzt diskutieren. Waren Sie nicht schuldig. Okay. Aber Sie haben sich selber mit dieser Frage wirklich skrupelhaft beschäftigt. Was bedeutet das eigentlich, dass wir, um viele zu retten, wenige töten? Und deswegen würde ich gerne mal. Deswegen würde ich gerne noch mal einen Aspekt einbringen, der viel auch mit der Intuition der Bevölkerung zu tun hat. Nämlich die Frage des Opfers. Das ist überhaupt kein schöner Begriff, den wir alle überhaupt gar nicht mögen. Und verfassungsrechtlich gibt es den auch gar nicht. Das gibt gute Gründe. Aber als Theologin kann ich ja was dazu sagen. Es gibt ja viele Opferkonstellationen. Es gibt die entführten Passagiere in der Maschine, die jedenfalls offensichtlich einem Terrorakt zum Opfer gefallen sind. Es gibt diejenigen, die 70.000, die möglicherweise Opfer werden. Wobei interessant wäre, was wäre eigentlich, wenn es nur 5 wäre, aber es wären 2 Ministerpräsidenten. Oder 500, ja. Und das andere ist die Frage, welche Rolle hat eigentlich der Pilot in dem Ganzen? Und der ist ja beides. Der ist einerseits Opfer derjenigen, die so lange gewartet haben, dass man im Grunde fast keine andere Möglichkeit mehr sieht. Und macht sich aber selber auch zu einer Art Bürgeropfer, würde ich jetzt mal emphatisch sagen, indem er nämlich als Bürger in Uniform sagt, ich nehme das auf mich, weil ich sicher gehen will, dass nicht noch sehr, sehr viel mehr Opfer schlimm sind. Und er hat darüber wenige Minuten Zeit nachzudenken. So ist es. Er hat diese Entscheidung getroffen. Zeit. Wir haben jetzt schon fast länger Zeit gehabt, darüber zu diskutieren, als er da Zeit hat, darüber nachzudenken. Er macht sich zum Richter. Rettet er es wirklich und darf er es? Na klar, rettet er es. Die Intuition das der Menschen. Sie doch gar nicht. Sie wissen doch gar nicht, wo die Maschine ist. Haben Sie die Güte, nicht über den Kopf von Frau Bahr hinwegzureden? Sie wollen keinen Ärger mit Ihrer Frau haben, Herr Baum. Deswegen lassen Sie sowieso in dieser Frage. Zeugen der Zeitgeschichte, da will man vorsichtig sein. Aber die Intuition ist ja das Erste, was man hat. Und was wir haben als Reaktion aus dem Publikum, ist eine moralische Intuition. Die sagt sofort klar. Darf ich dieses Stichwort Intuition einfach mal aufgreifen? Es ist ja, das merken wir hier, auch eine zutiefst verunsichernde Frage. Verurteilung oder Freispruch, schuldig oder nicht schuldig in einer nachdenklichen Situation.
Situation getroffen vom Piloten, war sie wesentlich schneller zu treffen. Die Zuschauer haben am Ende entschieden, überdeutlich, ich sage es nochmal, 86,9% für Freispruch. Aber ich denke, Ihnen ist es gegangen wie mir auch. Ich habe das Stück mehrfach gesehen und man entscheidet sich mehrfach um. Man denkt, man hat ein Urteil gefunden. Bei Herrn Baum, glaube ich, war es ein bisschen anders, was gar nicht gegen ihn spricht natürlich. Aber wenn jemand den Film einfach guckt, ohne die Rechtsgeschichte vorher gekannt zu haben, glaube ich, schwankt das sehr. Und deswegen haben wir 12 Zuschauern von Hart aber fair diesen Film vorher gezeigt. Wir wollten mal gucken, wie sehr schwanken die Menschen im Urteil während des Films. Unsere Zuschauer, Sie haben es gerade gesehen, haben sich während des Films im Schnitt so 2 bis 3 Mal umentschieden. Haben Sie sich da wiedergefunden in Ihrem eigenen schwankenden Urteil während des Films? Ja, und es wird ja auch eine Geschichte dieser Entwicklung erzählt. Und moralische Haltungen sind durchaus kontextabhängiger, als uns das oft lieb ist. Und man könnte sich ja vorstellen, wenn man gerade aus einem Flugzeug gestiegen ist, entscheidet man noch mal anders, als wenn das nicht so wäre. Das muss man, glaube ich, berücksichtigen, auch bei so spontanen Reaktionen. Und man muss ja sagen, die Arbeit von Juristen oder auch von Ethikern fängt ja dann überhaupt erst an, wenn man diese moralischen Intuitionen auf den Tisch hat. Jetzt packe ich Sie mal bei der Arbeit als Ethikerin und auch als künftiger Bischöfin der evangelischen Kirche. Da kann ich doch von Ihnen eigentlich klare moralische Leitplanken erwarten. Sie müssten doch eigentlich in der Lage sein und es nicht am Baum überlassen, nur ein klares Urteil zu fällen. Keine verfassungsrechtlichen jedenfalls. Aber was ich aus dem Geist des Christentums sagen kann, ist, dass es eben Situationen gibt, in denen Menschen schuldig werden und in denen sie möglicherweise sogar schuldig werden müssen. Und in dieser Geschichte werden alle auf die eine oder andere Weise schuldig. Das ist eine Perspektive, die nur schwer auszuhalten ist, weil wir uns ja vom Gerichten immer hoffen, dass die uns die Sachen klar regeln. Wir merken ja aber an dieser Stelle, dass das Recht an seine Grenzen kommt und dass möglicherweise auch einzelne Menschen an ihre Grenzen kommen mit ihrer Gewissensprüfung. Und deswegen ist mir das so wichtig mit dem Schuldigwerden. Das heißt noch nicht, was bedeutet das denn in juristischer Hinsicht? Was heißt das für das Strafmaß? Kann der nicht auch begnadigt werden? Aber dass Menschen in solchen Konstellationen schuldig werden, das ist etwas, was man im Christentum lernen kann. Und das einzugestehen, das auszuhalten, ist, glaube ich, eine Botschaft, die nicht mehr so richtig... Auszuhalten ist eine Frage, die ich Herrn Jung stellen möchte. Ein entscheidender Moment in dem Film war ja, als der Pilot gefragt wird, und er kann diese Frage nicht beantworten, ob er auch geschossen hätte, wenn seine Frau und sein Kind in der Maschine gesessen hätte. Haben Sie sich eigentlich diese Frage als Minister auch mal gestellt, wenn Sie gesagt haben, ich hätte damals geschossen und ich würde es heute wieder tun? Ja, die habe ich mir gestellt. Ich habe sie auch mit meiner Frau besprochen. Und ich will Ihnen sagen, das zeigt die gesamte Tragik und Dramatik, in die ein Minister in einer solchen Situation kommen kann. Wenn ich zu der Überzeugung komme, dass in dem Moment, in dem eine Entscheidung getroffen wird, die Menschen im Stadion zu retten, denen, die im Flugzeug sind, keine Chance mehr haben zu überleben, dann kann ich nicht mehr differenzieren zwischen anderen Persönlichkeiten und Angehörigen, sondern sie hätten eh nicht überlebt. Was hat Ihre Frau gesagt dazu? Meine Frau hat das genauso beurteilt. Ja. Und meine Frau, wir haben auch beispielsweise die Fragen erörtert, wenn eine Geiselnahme passiert, im Hinblick auf die Frage Befreiung und Austausch, dort gibt es ja entsprechende Erfahrungen, dass wir dort uns nicht anders verhalten, als beispielsweise das entschieden wird, um dem Terrorismus entgegenzutreten. Ich glaube, Herr Baum, das ist ja irgendwie abenteuerlich, dass Sie das totgeweihte Leben einfach aufgeben. Möglicherweise totgeweihtes Leben. Soll das der Arzt auch im Krankenhaus tun? Aber Entschuldigung. Ich hätte lieber den und den lasse ich sterben, weil der nur noch kurze Zeit zu leben hat. Ist das ein sittliches Prinzip, nachdem wir in dieser Republik angetreten sind? Das kann doch nicht wahr sein. Also ich möchte und eines ist absolut sicher, wenn ich das noch sagen darf. Haben die denn im Flugzeug überlebt? Eines ist absolut sicher. Niemand. Das Flugzeug wird abgeschossen. Die 162 Leute sind tot. Es fliegt irgendwo hin und knallt auf die Erde. Möglicherweise sind nur andere Leute tot. Ob die anderen Leute gerettet werden, ist nicht sicher. Das können Sie nicht sicher sagen. Sie nehmen in Kauf eine Trümmerwüste irgendwo und dann möchte ich mal hinterher sehen, wenn die Leute sagen, ja, ist doch gar nichts, war doch gar nichts. Ihr wolltet doch was ganz anderes. Oder die Passagiere waren längst dran, den Piloten zu überwältigen, wie das in New York passiert ist mit der vierten Maschine. Also diese Spielräume werden gar nicht ausgeläutet. Es geht nicht nur allein um das moralische Prinzip. Es geht auch um die tatsächlichen Abläufe. Eine angemessene
abgewogene Entscheidung in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit, hat das Gericht nach einer gründlichen Anordnung festgestellt, ist nicht möglich. Sie treffen eine Entscheidung, dass als Minister wissen Sie das doch, die ziemlich, nicht nur ziemlich schwierig ist, sondern auch sehr schnell getroffen werden muss. Herr Baum, von Ihnen, Herr Jung, Herr Baum, wir machen da einen kleinen Break, weil hier sitzt ja jemand, der, also als er noch aktiv war, die Entscheidung getroffen hätte. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Von Herrn Baum stammt der schöne Satz, die Verfassung ist klüger als wir. Wäre das nicht auch für einen Piloten praktisch eine Handlungsanweisung, die, wie er seine Betriebsanleitung, sein Bordbuch für seine Maschine benutzen kann in schwierigen Situationen? Die Verfassung ist klüger als wir und sie ist eindeutig. Die Frage ist halt nur, ob die Verfassung tatsächlich alles abdeckt. Oder ob wir nicht in Situationen kommen, die eben nicht regelbar sind. Wir wissen ja auch gar nicht, was in Zukunft noch auf uns zukommt mit den neuen technischen Möglichkeiten und sonst was. Wir können nicht alles regeln. Wir regeln ja inzwischen, wie lange man auf dem Balkon in einer Mietwohnung grillen darf, wie weit der Baum über den Zaun ragen darf. Aber es kommen einfach Situationen, und da gehört sicherlich so eine Extremsituation dazu, die vielleicht nicht regelbar ist. Und da muss ich im Einzelfall im Nachhinein in der Lage sein, auch abweichend von der Verfassung ein Urteil zu finden, das vielleicht der normalen Rechtsprechung entgegenspricht. Und die Frage, Peter Struck hat mal gesagt, wir verteidigen unsere Sicherheit inzwischen auch am Hindukusch. Wir sollten uns inzwischen vielleicht fragen, ob wir unsere Sicherheit nicht auch in der Bundesrepublik Deutschland verteidigen müssen. Und das eventuell dann eben genau in solchen Fällen mit Hilfe von Soldaten, mit Hilfe der Luftwaffe oder der Armee. Was eigentlich tun die da genau? Wir haben im Theaterstück ja gelernt, für echte oder vermeintliche Bedrohungen, die vom Himmel kommen, von gekaperten Flugzeugen ausgehen, gibt es eine ständige Alarmbereitschaft bei der Bundeswehr. Aber was passiert da im Falle eines Falles genau? Herr Jung, Sie waren 4 Jahre lang Verteidigungsminister, wissen, wie es zugeht am Kabinettstisch. Wie realistisch ist es denn, für so eine Entscheidung in der Kürze der Zeit das halbe Kabinett zusammenzutrommeln? Wie wollen Sie das machen? In einer WhatsApp-Gruppe oder wie soll das gehen? Ich halte es für unrealistisch. Auch steht in unserer Verfassung, dass der Bundesverteidigungsminister der Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt ist. Und in einem Punkt gebe ich ja Herrn Baum recht. Sie müssen bis zum allerletzten Moment warten. Und das in diesem Film finde ich insofern auch ganz interessant, weil ja der Pilot zunächst auch versucht abzudrängen. Wir hatten in Frankfurt die Situation, damals noch Peter Struck, wo ein Sportflugzeug in Frankfurt in die Innenstadt, und dort ist es auch gelungen, das Flugzeug abzudrängen und dann entsprechend auf den Boden zu bringen. Und er hat sogar einen Schuss vor den Bug abgegeben, das ist nämlich die nächste Stufe. Auch dort ist nicht reagiert worden. Das heißt, er musste in dem Moment, im letzten Moment, davon ausgehen, dass entsprechend in dieses Stadion geflogen wird und dass die Menschen entsprechend getötet werden. Das muss, und das kann nur einer in der allerletzten Sekunde entscheiden, damit nicht im Grunde genommen sozusagen die Möglichkeit, es geht doch, es gibt doch eine andere Lösung, noch im Raum steht. Es muss, deshalb glaube ich, dass es letztlich am Verteidigungsminister hängen bleibt, Sie haben eine solche Entscheidung zu treffen. Sie haben das ja auch erlebt 2006 bei der Fußball-Weltmeisterschaft, waren Sie der Verteidigungsminister? Nach anderen Vorkommnissen bei Großereignissen, zum Beispiel 1972, wussten Sie, sowas kann da auf mich zukommen. Wie haben Sie denn geprüft, welche Piloten in Ihren Alarmrotten zur Verfügung standen? Haben Sie da eine Gewissensbefragung gemacht, nach dem Motto, würdest du schießen, wenn ich es dir befehle? Also ich habe mich selbstverständlich mit dem Inspekteur der Luftwaffe über diese Frage unterhalten. Und auch die Frage geklärt, weil ja es durchaus sein kann, dass ein Pilot sagt, nein, ich kann das nicht, ich mache das nicht. Dass im Grunde genommen in die Alarmrotten nur auch Piloten gehen, die auch im Zweifel bereit sind, in einer solchen Extremsituation eine solche Entscheidung auch entsprechend umzusetzen. Das haben Sie also gemacht, Sie haben gefragt. Würdest das habe ich gefragt, habe ich besprochen. Herr Wassmann, ist das legitim? Der Inspekteur der Luftwaffe hat auch dafür Sorge getragen, dass von daher eine solche Möglichkeit, dass der Widerspruch erfolgt im letzten Moment, dass das ausgeschlossen ist. Oje. Weil ich glaube, dass es schon notwendig ist, das vorher zu klären. Oje, sagt Herr Baum, Herr Wassmann, also Sie waren lange unterwegs. Sind Sie bereit, einen Verfassungsbruch zu machen? Nein, es geht doch nicht also um das Thema Verfassungsbruch. Es hat damals wir reden über das deutsche Und reden jetzt im Moment mal nicht über den Kopf eines ehemaligen Mitglieds einer Phantombesatzung. Es hat damals solche Befragungen gegeben. Und es gab auch eine Aussage, die sinngemäß hieß, wer nicht bereit ist zu schießen, hat in meiner Luftwaffe bzw. in meinen Alarmrotten nicht zu suchen. Das war der damalige Inspekteur der Luftwaffe. Wir als Interessenverband haben das stark bezweifelt, weil zu dem Zeitpunkt nämlich das Gesetz noch gültig war und wir der Meinung waren, dass das Gesetz eben nicht verfassungsgemäß ist und man eben genau diese Anforderungen nicht stellen kann. Ja. Nichtsdestotrotz wurde natürlich trotzdem versucht, erfahrenere Piloten und auch Piloten
die vielleicht ein bisschen fester schon in ihrer Meinung sind, einzusetzen in dem Rahmen, wo das möglich war. Also es hat's gegeben. Ich habe es jetzt am Anfang schon mal gefragt, möchte es noch mal vertiefen. Haben Sie jetzt mal eine Rundfrage gemacht, wie würden sich jetzt Piloten verhalten, wohlwissend, was danach auf Sie zukommt, auf Sie, auf Ihre Familien? Also ich habe mit vielen gesprochen, persönlich, und auch andere haben es mir dann zugetragen, die also in ihrem Kreis umgefragt haben und mir dann das Ergebnis gegeben haben. Es hat eigentlich niemand gesagt, dass er definitiv jetzt schon sagen würde, er würde schießen. Und es haben eigentlich alle gesagt, es käme immer auf die Situation, die spezifische Situation vor Ort an, wie sie sich entscheiden. Was übrigens auch beinhalten könnte, dass es, wenn es einen Befehl gäbe, dieser verweigert wird und nicht umgesetzt wird. Der darf verweigert werden. Und es ist letztendlich so, und Sie hatten am Anfang mal gefragt, da wurden wir durch die Ergebnisse unterbrochen, ob denn darüber diskutiert worden sind. Selbst der Film stellt ja dar, dass der Herr Koch ganz klar sagt, ich wusste, mein Leben wird sich jetzt komplett ändern. Und das seiner Familie. Er hat später noch mal gesagt, wenn ich jetzt nicht schieße, werden 70.000 sterben. Und er hat zum Schluss noch mal gesagt, das geht ein bisschen im Film unter, er hat gesagt, das muss jetzt sein. Also dann sehen Sie ja, dass er sich auch schon im Vorfeld damit auseinandergesetzt hat und sich sehr wohl bewusst war, was auf ihn zukommt. Herr Baum. Also zwei Bemerkungen. Also, Herr Jung, die Maschine war im Sinkflug. Hatten Sie es für ausgeschlossen, dass sie neben dem Stadion explodiert ist und nicht im Stadion? Dass das der Pilot im letzten Moment noch das Stadion verfehlt hat? Sind Sie absolut sicher? Das würde aber das Schicksal der 164 nicht beeinflussen, weil die wären auf jeden Fall tot. Das wäre auf die Acker deshalb gefahren, darf man sich nicht töten, weil man nicht sicher ist, ob das Ergebnis überhaupt eintritt. Aber sie werden da sterben. So. Und das Zweite ist, es gibt etwa 300 Renegade-Fälle im Jahr. Das heißt, viele Flugzeuge, in denen wir alle sitzen, geraten außer Kontrolle und werden kritisch beobachtet. Es gibt nicht so viele Renegade-Fälle, wo tatsächlich Flugzeuge... Flugzeuge, wo der Funkkontakt verloren geht. 40 im Jahr. 40, das reicht ja auch schon. 40, wo man sich nicht genau sicher ist. Ich sage, ich hätte einen Fall 1972. Olympische Spiele München, es nähert sich ein Flugzeug München. Man fürchtet, es geht auf das vollbesetzte Olympiastadion. Ihr Vorgänger Leber hatte 3 Minuten Zeit zu entscheiden und sagte, nein, dieses Risiko nehme ich nicht auf mich. Es stellte sich heraus, es war eine Finnair-Maschine mit 196 Leuten. Sie müssen nur mal sehen, in welche Unsicherheiten Sie hineinkommen. Nicht? Auch wir alle, die wir ein Flugzeug besteigen, es gibt ja Leute, die sagen, wenn Sie ein Flugzeug besteigen, stimmen Sie sozusagen zu, im Notfall abgeschossen zu werden. Ja, aber Herr Braun, Sie können doch das Leben nicht per Checkliste abhaken. Sie werden immer, das Leben funktioniert doch nicht nach Checklist. Es wird immer wieder Situationen geben, wo Sie sich nicht sicher sein kann. Und das ist doch das Problem inzwischen. Aber Sie in diesem töten. Land. Es trifft doch niemand mehr Entscheidungen. Sie und das töten ist selbstverständlich, ich gebe Ihnen ja recht, das ist eine sehr extreme Entscheidung. Aber um Gottes Willen noch mal, wir müssen doch handlungsfähig bleiben. Und das ist das, was der Aber nicht auf Zuschauer Kosten des Grundgesetzes, bitte nicht. Nochmal, das Grundgesetz, auch wenn Sie sagen, ein Ewigkeitsparagraph, wer hat denn das festgelegt? Das ist doch nicht vom lieben Gott in den Berg gemeißelt worden. Auch das muss doch änderbar sein. Das muss doch anpassbar sein auf neue Gegebenheiten. Es ist abenteuerlich, dass Sie Artikel 1 des Grundgesetzes, die Menschenwürde ist unantastbar, das ist die größte Errungenschaft unserer Verfassung nach dem Krieg, in Frage stellen wollen. Das habe ich ja nicht in Frage gestellt. Ich habe nur gesagt, vielleicht muss man das Grundgesetz ergänzen in irgendwelchen Bereichen und man muss einfach mal, die Welt hat sich verändert. Wie wir damals das Grundgesetz, da waren die Leute, die es geschrieben haben, alle noch unter dem Eindruck des Dritten Reiches. Heute sind die Lebensvoraussetzungen mit Globalisierung, mit Internationalität doch ganz andere. Krieg findet heute anders statt. Es läuft nicht mehr der Osten gegen den Westen. Wir sind in zig Ländern unterwegs. Wir stellen jeden Tag Soldaten, schickt die Bundesregierung in Länder, in Krisengebiete, in Kriegsgebiete und auch da töten Soldaten Menschen und Aber manchmal auch Unschuldige. Aber hier sind wir nicht im Krieg. Das ist der große Unterschied. Im Krieg ist das sicherlich möglich. Da geben Sie eine Flanke auf, opfern Ihre Leute auf der rechten Flanke, um die linke zu sichern. Krieg ist das nicht. Es ist Kriminalitätsbekämpfung. Krieg hat der Hollande gesagt in Frankreich. Wir sind Gott sei Dank nicht im Krieg mit den Kriminellen. Wir haben noch keinen Kriegszustand. Wir bekämpfen gefährliche Kriminelle. Mit rechtsstaatlichen Mitteln. Warum unterscheiden Sie jetzt zwischen Kriminellen und Terroristen? Unterscheide ich gar nicht. Terroristen sind auch Kriminelle. Ich glaube, worauf Herr Baum hinaus will, dass es auch nicht unwichtig ist, dass man sich deutlich macht, dass die Rede vom Krieg gegen den Terror oder Krieg gegen Drogen oder Krieg gegen Armut eben noch was anderes ist als ein Kriegszustand, wo ja auch jemand anders entscheiden müsste, wenn ich das richtig weiß, nämlich die Bundeskanzlerin. Aber hier wurde ja deutlich, und das unterscheidet hier zwei, jedenfalls von den Zuschauern, dass es Leute gibt, die qua Amt solche Entscheidungen treffen müssen. Das ist etwas anderes, als aus dem Sessel heraus zu sagen, ich sehe
das eher so. Und diese Unterscheidung ist aber wichtig, weil deutlich wird, dass gewählte Volksvertreter das haben, was man die Bürde eines Amtes nennt unter Umständen. Und mir war wichtig, das mal zu erwähnen, denn das sind ja Gewissenskonflikte ohne Ende, die man da hat und die solche Amtsträger aushalten müssen. Und das sind die, die wir im Moment ja auch gerne beschimpfen. Aber das sind genau die, die eben nicht am nächsten Tag sagen können, war ein schöner Unterhaltungsabend mit ernsten Themen und man geht wieder seiner Wege, sondern das sind die, die am Schluss die Verantwortung für so eine Entscheidung wirklich treffen müssen. Mit ihrem Gewissen, vor ihrem Gott, aber auch vor der Verfassung. Und mit Verlaub, die Verfassung ist ja in erster Linie auch dazu da, um die Bürger vor dem Eingriffen des Staates zu schützen. Und das ist an dieser Stelle schon nicht unerheblich. Also, dass wir normalerweise, jedenfalls gehört es nicht zum allgemeinen Lebensrisiko, ich kann vom Bus überfahren werden, ich kann mittlerweile von Terroristen angegriffen werden, aber es gehört nicht zum üblichen Lebensrisiko, dass der Staat mich opfert, um andere zu retten. Das ist jedenfalls normalerweise nicht der Fall. Und das ist ein hohes Gut. Das sagt aber noch nicht automatisch was darüber aus, dass es tragischste Extremsituationen gibt, in denen man aus dieser Verwicklung eben mit moralisch glatter Haut und in der es um Einzelentscheidungen geht. Herr Wassmann hat eben gesagt, heute wird nicht mehr entschieden. Man könnte den Eindruck haben, Franz Josef Jung war der Letzte, der eine solche Entscheidung sich zugetraut hat. Das war nicht so. Schauen Sie sich mal, wer noch gesagt hat, er würde in einem Zweifelsfall ähnlich handeln. Mit der politischen Verantwortung steigt? Nein, das glaube ich nicht. Aber man muss sich sehr wohl die Frage stellen, was ist die vornehmste Aufgabe des Staates? Nämlich das Leben seiner Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Und deshalb ist die Frage, die mir hier völlig zu kurz kommt, auch die Frage im Hinblick auf die Menschenwürde derjenigen, die im Stadion sind und die dann entsprechend ihr Leben verlieren. Denn auch die haben eine Menschenwürde. Und ich will gar nicht so weit gehen, dass beispielsweise ein früher Bundeskanzler mal gesagt hat, Helmut Schmidt, um es konkret zu sagen, ich muss den Menschen helfen, ich kann jetzt hier nicht die Verfassung beachten. Das war nicht mein Begehren. Sie meinen, meine, seine Entscheidung in der Sturmflut in Hamburg, die Bundeswehr im Inneren einzusetzen? Genau so. Allerdings hat er damit niemanden getötet. Nein, da haben Sie vollkommen recht, deshalb darf man es nicht vergleichen. Aber die Frage, dass Sie in einer solchen Situation, wo Sie zu der Entscheidung kommen, dass diejenigen, die im Flugzeug sind, keine Chance mehr haben zu überleben, wo Sie nur noch die Frage sich stellen, kann ich diejenigen retten? Also ich bleibe bei meinem World Trade Center Beispiel, hätte ich im Grunde genommen diejenigen im World Trade Center retten können? Das ist die entscheidende Frage. Ja, das haben wir eben schon mal besprochen, Herr Baum. Sie haben eben diese illustre Gesellschaft inklusive Herrn Mixer, eines hohen katholischen Würdenträgers, gehört. Haben diese Menschen alle zum Verfassungsbruch aufgerufen? Nein. Schäuble? Ich habe ja Verständnis, wenn Sie sagen, die Warum Schuld, eigentlich nicht? Sie haben die eben Schuld gesagt, des Angeklagten ist eine Sache. Aber das Prinzip, dass man Menschenleben nicht mit anderen Menschenleben verrechnen darf, das ist nicht in Frage gestellt worden, dass der einzelne Mensch in eine Gewissenssituation kommt, wo er Verständnis fordern kann. Das beispielsweise kann er ein geringes Strafmaß erwarten, er kann Gnadenerweise erwarten. Aber das Prinzip, dass er als Täter gehandelt hat, das darf nicht aufgeweicht werden. Herr Baum, darf ich da was fragen? Das verstehe ich nicht. Kann man da so eine Art duales Urteil fällen, dass man sagt, wir verurteilen ihn jetzt und wir gehen aber davon aus, dass der Bundespräsident, der kriegt dann auch noch einen Anruf, dass er ihn begnadigt. Dann ist im Prinzip Rechnung getragen und der Mann ist moralisch nicht verurteilt. Nein, das ist seine individuelle Einstellung zur Sache. Aber er bleibt Täter, das ist ganz wichtig. Aber dass der Staat eine Grenze zieht, dass sie kein Menschenleben verrechnen können gegen anderes Menschenleben. Und sie sagen, ja gut, die Leute im Stadion haben auch ihre Würde. Ist der Tatbestand erfüllt? Ist ihr Rechtswidrigkeit gegeben, nur Sie sagen, ja, nicht schuldig. Er wird zunächst mal das verurteilt, aber die Frage ist doch, wie er verurteilt wird. Genau das? Nicht. Die Frage ist doch, wie er verurteilt wird. Nein, also ich habe mich auch dagegen gewehrt, dass eine solche Abstimmung stattfindet. Im Theater sind 300 Leute, die diskutieren. Hier geht es also sozusagen, eine Art kleine Volksbefragung findet statt. Ja? Nein, man entscheidet wie ein Schöffe, so sagt es ja auch der Richter. Herr Baum, ist es nicht für einen Menschen, der sich für die Verfassung so eingesetzt hat, der vor Gericht so oft erfolgreich geklagt hat, ist das für Sie nicht ein Glücksmoment, dass an einem Abend viele Millionen Menschen, auch wenn sie
Sie nicht mal das erste juristische Staatsexamen haben, über einen solchen Fall diskutieren, sich mit Beispielen beschäftigen. In Familien geht die Diskussion hin und her. Es gibt ein Ehepaar, das hat sich so verkracht darüber, dass Sie nach einem Theaterbesuch an den Autor Ferdinand von Schirach geschrieben haben, bitte entscheiden Sie, sonst haben wir ein Eheproblem. Das ist doch gottvoll, oder nicht? Also ich stimme Ihnen ja voll zu. Die Diskussion ist wichtig und notwendig und die muss geführt werden. Nur die Abstimmung habe ich bestritten, weil ich fürchte, dass wir auch in anderen Fällen dann abstimmen. Zum Beispiel bei der Rettungsfolter. Wie ist es denn, wenn man jemanden foltert, um irgendeinen anderen Menschen zu retten? Herr Braun, ich verstehe nicht, warum Sie zulassen wollen, dass abgestimmt wird oder diskutiert wird, weil für Sie steht das Ergebnis doch schon fest. Für Sie gibt es doch nur eine einzige Sache, der Paragraph ist unantastbar, damit sind die Leute schuldig, dann brauchen wir nicht mehr diskutieren. Da ist die Diskussion rüber für Sie. Herr Baum, ich wollte Sie entlasten. Sie wollen mich jetzt entlasten. Ich wollte Sie insofern entlasten, noch mal daran zu erinnern, dass die Menschen, die Zuschauer, erst mal über das Ende eines Films abgestimmt haben. Sie haben weder über unsere Verfassung abgestimmt, als noch Schöffe. Auch, also diese Art von Schöffenwesen haben wir ja so auch gar nicht. Aber wichtig finde ich an dieser Stelle, dass wir alle den Eindruck haben, glaube ich, dass wir über Basics neu reden müssen. Also was bedeutet uns eigentlich unsere Verfassung? Was bedeutet uns eigentlich unsere freiheitliche Grundordnung? Das ist irgendwas, was meine Generation jedenfalls lange für total selbstverständlich genommen hat. Und dass wir noch mal dafür kämpfen müssen, dass wir auch noch mal über so grundlegende Sachen diskutieren Religionsfreiheit müssen. Religionsfreiheit zum Beispiel. Ne? Menschenwürde, Religionsfreiheit, aber auch andere Grundrechte. Das ist, glaube ich, ein neuer Eindruck. Und wenn es gut läuft, kann diese Sendung ja dazu führen, dass man das in der Tat in den Familien, im Freundeskreis... Wollen wir mal hören, wie unsere Zuschauer diskutiert haben, was sie uns in die Sendung gemeldet haben, wie sie angerufen haben, was sie in die Gästebücher und Foren geschrieben haben. Brigitte Büscher hat den Überblick. Hoffe ich, Brigitte. Ja, ich hoffe es auch. Also ich versuche mal das Spannungsfeld zu beschreiben, in dem unsere Zuschauer diskutieren. Und das ist natürlich auch sehr extrem. Da habe ich für den Beginn zwei Meinungen ausgesucht, die dieses Spannungsfeld auch mit diesen beiden Extremen gut beschreiben. Ich fange an mit Marion Meyer. Sie schreibt bei Facebook, für mich wäre ein Pilot, der so handelt, ein Held. Er hätte in dem Fall 70.000 Menschen gerettet. Und ihr antwortet unser Zuschauer Hermann Kalrea auch bei Facebook und sagt, dieser Pilot wäre für mich ein Massenmörder. Also zwischen diesen beiden Polen, Massenmörder gegen Held, dort diskutieren unsere Zuschauer. Ich fange an mit denen, die auf schuldig plädieren und die sagen, dass Menschenleben nicht gegeneinander aufgewogen werden dürfen. Die Menschenwürde ist unantastbar. Und bei Kai Meyer schreibt bei Facebook, für mich hat ein Menschenleben den Wert unendlich. Und 70.000 mal unendlich gibt das Gleiche wie 164 mal unendlich. Deshalb darf nicht abgeschossen werden, vor allem nicht vom Staat. Der Pilot, der Major, hat in wenigen Minuten eine Entscheidung fällen müssen. Ein ganz schwieriger Moment, in dem er so ein bisschen Gott hat spielen müssen. Ganz, ganz schwierig. Und eigentlich ist es auch nicht zu Ende geklärt, ob alles so richtig war. Daniela Seifert schreibt, es wäre doch möglich, dass die Passagiere versuchen, die Entführer zu überwältigen, wenn sie erkennen, dass sie nichts zu verlieren haben. Was ist, wenn ihnen das gelingen könnte, aber sie werden vorher abgeschossen? Nicht schuldig. Auch das natürlich wird diskutiert. Der Major hat richtig gehandelt. Und Olaf Stolte schreibt dazu bei uns im Gästebuch, niemand behauptet, dass es eine einfache Entscheidung sein soll. Aber wenn die Gefahr besteht, dass viele tausend Menschen ihr Leben verlieren würden, sollte man den, sorry für das Wort, Kollateralschaden in Kauf nehmen. Ich fand ganz spannend noch ein Beispiel, das uns ein Zuschauer ins Gästebuch geschrieben hat, dem Terror nicht zu viel Raum geben. Auch das nochmal ein Plädoyer für nicht schuldig. Und Heinz Tenbusch zitiert auch noch mal den eben, ihr habt es auch diskutiert, Kanzler Helmut Schmidt. Die Bundesregierung unter Kanzler Helmut Schmidt nahm 1977 bei der Schleyer-Entführung offensichtlich den Opfertod eines Menschen in Kauf, nämlich von Hans-Martin Schleyer, um weitere Erpressungs- und Terrorakte der RAF zu verhindern. Ein Zeugnis für die Wehrhaftigkeit unserer Demokratie. Eine leidenschaftliche Debatte natürlich auch über das Grundgesetz. Was ist es uns wert und welche Rolle hat es in dieser Diskussion auch gespielt? Getwittert hat Michael Schubert und er sagt, über 80% haben gegen die Würde und das Grundgesetz votiert. Erschreckend. Dazu auch noch die Meinung von Dominik Riefle. Er sagt, das Grundgesetz ist super, weil es entlastet uns in vielen Situationen. Aber manches moralische Dilemma bleibt uns nicht erspart. Und er schreibt, unsere Verfassung nimmt uns eine wahnsinnige Verantwortungslast ab. Dennoch müssten wir darauf hoffen, dass es Menschen gibt, die dazu bereit sind, dieses Gesetz in einer derart extremen Gemengelage nach besten moralischen Prinzipien zu brechen. Wow. Danke für diesen Überblick, Brigitte Büscher. Beklemmend aktuell ist das Thema des Theaterstücks, um das es heute Abend geht. Terror, so heißt es, läuft seit einem Jahr in vielen Theatern, in einem Jahr, in dem es auch viele
furchtbare Terroranschläge im Herzen Europas gegeben hat. Beeinflusst eigentlich die aktuelle Situation, die Abstimmung, die Urteilsfindung durch die Zuschauer? Wir haben mal nachgeschaut. Herr Baum, ja, sagt er, nach Terroranschlägen stimmen mehr Zuschauer für Freispruch, also für den Mann, der abgeschossen hat. Was sagt Ihnen das? Das sagt mir, dass die Terrorangst um sich greift und dass wir alles tun müssen, um die Angst zu moderieren. Wir dürfen uns der Angst nicht hingeben. Wir sind nicht wehrlos ausgesetzt, wir wehren uns, aber wir können nicht jedes Risiko ausschalten. Wir leben mit Risiken und wir dürfen unser Zusammenleben, die Grundlagen unseres Zusammenlebens nicht deshalb ändern, weil wir vom Terrorismus bedroht sind. Die Terrorismusangst, wenn wir ihr nachgeben und sie nicht moderieren, richtet Schreckliches an. Herr Wassmann, können sich eigentlich Piloten in der Luft in einer Entscheidungssituation davon freimachen, was gerade passiert ist? Vielleicht, wenn es im Zusammenhang, sowas kann man sich ja auch vorstellen, eine Entführung, die im Zusammenhang mit einer größeren Terroraktion steht, können die sich davon freimachen? Mit Sicherheit nicht. Ich meine, wir sind da stolz darauf in diesem Land, dass der Soldat ein Bürger in Uniform ist und damit ganz normal am gesellschaftlichen Leben teilnimmt. Wir wohnen in ganz normalen Wohngebieten. Wir sind eben nicht kaserniert, wie es teilweise die Amerikaner im Ausland machen oder andere. Und wir sind ja bewusst in Vereinen aktiv, in der Nachbarschaft verwurzelt und so weiter. Und selbstverständlich diskutieren wir über alle Belange des täglichen Lebens. Und da sind natürlich Terrorangriffe, ob in unserem Land oder in Europa oder sonst wo in der Welt, mit eingeschlossen. Das ist doch eine ganz normale Lebensphilosophie. Frau Bahr, wie sehen Sie das? Dürfen solche grundsätzlichen Entscheidungen, wenn Menschen zum Beispiel sagen, Herr Rosen, der Zuschauer hat das ja eben gesagt, was ist mit der Wehrhaftigkeit dieses Landes? Wann öffnen wir Türen für Terroristen? Sind das Überlegungen, die legitim sind, auch wenn man über Grundgesetzfragen entscheidet? Natürlich müssen wir auch solche Sicherheitsfragen diskutieren. Aber wir müssen natürlich auch fragen, wo sind die wehrhaften Bürger und Bürgerinnen, die eben verteidigen können, auf welchem Boden wir eigentlich stehen. Und wir brauchen, glaube ich, wirklich beides. Und was wir noch mehr brauchen, das merkt man ja, wenn man Ihnen zuhört, Gewissensschärfung. Immer sich klarzumachen, was steht hier eigentlich auf dem Spiel in beide Richtungen. Und wer übernimmt eigentlich dann Verantwortung dafür, anstatt die Verantwortung zu delegieren und dann hinterher auf die zu schimpfen, die möglicherweise die falschen Entscheidungen treffen. Und das Thema Gewissensschärfung, sich auch klarzumachen, dass das eigene Handeln Folgen hat und übrigens nicht tun auch schlimme Folgen haben kann. Dafür würde ich gern werben. Darf ich Sie noch mal fragen, wie war Ihr Urteil? Wie ist es jetzt, nachdem Sie, obwohl mitdiskutierend, aber auch, warum lachen Sie jetzt, Herr Baum, nachdem Sie mitdiskutierend noch mal auch mit sich selbst in die Diskussion getreten sind? Bleibt es bei schuldig? Na, ich habe ja immer deutlich gemacht, es gibt eine Schuldigkeit vor dem Gesetz und es gibt eine moralische Schuld, die man auf sich nehmen kann, um Schlimmeres zu verhindern oder andere zu retten. Und genau so sehe ich diese Figur des Major. Das ist jemand, der Verantwortung übernimmt und sehenden Auges sich schuldig macht, um andere zu retten. Und das wäre auch genau die Figur, die übrigens ein Gericht muss ein Urteil. In der Tat, aber ich bin eben keine Richterin und lege auch sehr viel Wert darauf, dass ich diese Amtsanmaßung an diesem Abend nicht begehe. Ja, aber Herr Baum, ich mache jetzt was Wahnsinniges. Ich gebe Ihnen das Schlusswort, aber Sie haben nur 20 Sekunden. Können Sie kurz? Ja. Millionen von Menschen, die sich wirklich auch gequält haben heute, nehme ich mal an mit ihrer Abstimmung, waren als Richter tätig. Und das ist doch sehr merkwürdig. Ich würde der ARD empfehlen, dieses wunderbare Urteil des Bundesverfassungsgerichts auf ihrer Website zu sehen. Da ist der Kern des Problems erfasst. Ach, das werden Sie bei uns steht finden. Steht auch schon drauf. Das ist jetzt, glaube ich, keine Idee, die man noch mal nachschärfen muss. Herzlichen Dank für diese Runde. Danke auch für Ihre mahnenden Worte. Und falls Sie jetzt sagen, ich sage noch mal die Abstimmung, 86,9% haben gesagt, nicht schuldig, wir haben die Urteilsbegründung gehört. Aber es gab auch eine Urteilsbegründung für den Fall, dass Sie heute Lars Koch für schuldig gesprochen hätten. 13,1% waren es nur. Sie können es hören, und zwar auf der Internetseite, wo Sie dann auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts finden. Dann bin ich dann endlich zufrieden. Dann sind Sie endlich zufrieden. Dann wäre auch ein großes Ziel meines Abends heute erreicht. Herzlichen Dank. Wir gehen jetzt schnell nach Hamburg zu den Tagesthemen zu Karin Mioska. Wir haben uns hier mit grundsätzlichen Fragen beschäftigt. Sie haben die brennenden aktuellen Fragen und wahrscheinlich wenig Antworten.
Wie immer leider, ja. Aber wir versuchen es uns ein bisschen den Antworten zu nähern. Es gibt selten Erfolgsmeldungen im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat. Aber heute könnte es so eine geben. Die Iraker hoffen nämlich, die IS-Milizen schon bald ganz aus ihrem Land vertreiben zu können. Was das für uns bedeutet, gleich mehr in den Tagesthemen. Mit Kamioska. Ja, vielen Dank an Sie. Sie waren uns heute ein sehr aufmerksames Publikum. Danke auch für die Wortmeldung, Herr Rose, von Ihnen. Herr Jung. Im Theaterstück ging es um Ihren Job als Verteidigungsminister. Sie haben ihn hier verteidigt, Herr Wassmann. Frau Bahr, herzlichen Dank. Herr Baum, vielen Dank für Ihre mahnenden Worte. Was für ein Abend heute hier am Ersten. Wir sehen uns wieder nächste Woche, 21 Uhr. Tschüss. Mensch gegen Maschine. Werden